Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Rosé. Ich bin bei Hewlett Packard Enterprise tätig als Solution Architect und kümmere mich unter anderem um die Lösungen im Data Security Umfeld mit HP Secure Data. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns hier zuzuhören. Wir sind, wie Claudia schon gesagt hat, ein sehr kleiner Rahmen. Das heißt, falls also während der Präsentation Verständnisfragen aufkommen, bitte unterbrechen Sie mich, schalten Sie auf Unmute und fragen Sie mich. In der Präsentation geht es um die Vorstellung des Produktes HP Enterprise Secure Data und ich werde Ihnen halt vorstellen, wie das Ganze funktioniert, welche Technologien wir dort einsetzen und werde Ihnen auch ein paar Use Cases beschreiben, die wir umgesetzt haben bei unseren Kunden. Nochmal, wie ist die Struktur des Vortrags? Wir haben zum einen, fange ich an mit einer allgemeinen Einführung. Ich werde Ihnen zeigen, wo wir angesiedelt sind im Bereich HP Enterprise Security. Dann zeige ich Ihnen die Use Cases. Wir haben dann Secure Data, die datenzentrierte Security. Das ist was Sie wirklich verstehen müssen. Irgendjemand ist noch nicht auf Mute. Könnte jemand das bitte sein Mikrofon abschalten? Dankeschön. Dann zeige ich Ihnen die verschiedenen Core-Technologien, die wir dort zur Verfügung haben. Wie ist Secure Data aufgebaut? Und dann nochmal ein Wrap-up, nochmal Zusammenfassung, was ich Ihnen gezeigt habe. Und dann öffnen wir das Mikrofon, um hier Fragen, Ihre Fragen zu beantworten. Hewlett Packard Enterprise ist der Vorgang letztes Jahres durch eine Abspaltung. Also es gab also auch Hewlett Packard und wir haben dann die Firma gespaltet in Hewlett Packard Incorporated und Hewlett Packard Enterprise. Und im Bereich Hewlett Packard Enterprise haben wir unsere Lösung aufgeteilt auf vier Transformation Areas. Die erste Transformation Area ist Transform to Hybrid Infrastructure. Da geht es darum, dass wir den Kunden helfen, halt hier auf hybride Infrastrukturen zu wechseln. Dann haben wir Enable Workplace Productivity. Wie können wir unseren Kunden und Partnern helfen, hier produktiver zu werden? Empower the Data-Driven Organization ist das dritte. Und der Bereich, wo ich mich befinde und den wir Ihnen heute vorstellen, ist der Bereich Protect. Dort kümmern wir uns halt darum, dass wir User schützen, Applikationen schützen und Daten schützen über alle Anwendungsfälle, also vom Desktop bis zur Cloud. Ich selber bin im Bereich Enterprise Security Product. Dort haben wir drei Produktportfolio. Das erste Portfolio ist das Data Security Portfolio. Dort haben wir die Produkte integriert, die wir akquiriert haben von den Firmen Voltage und Atala. Der zweite Bereich kümmert sich um Applikationssicherheit und Entwickeln sicherer Applikationen. Das ist das Portfolio, das wir mit Fortify eingekauft haben. Und der dritte Bereich kümmert sich um Log- und Event-Management und daraus dann aufbauend ein Incident-Management. Das ist das ARC-Portfolio. Also diese drei Bereiche sind ein Teilbereich in dieser Transformation Area Protect. Im Bereich Data Security kümmern wir uns darum, Daten zu schützen. Welche Daten? Bankdaten, Ihre personenbezogenes Kreditrating, dann Daten, die in die Cloud geschoben werden, Payment-Informationen, also von dem Zeitpunkt, wo Sie hier Ihre Kreditkarte in das Lesegerät schalten und hier die PIN eingeben, bis zum Kredit, bis zur Clearingstelle, wo dann die Payments auch wirklich durchgeleitet werden. Dann kümmern wir uns darum, die Gesundheitsdaten zu schützen und aber auch E-Mail. Wir haben eine schöne Lösung, mit der man sehr einfach und sicher E-Mails austauschen kann mit Personen, wo wir vorher noch keinen Schlüssel hatten. Und natürlich, wenn Sie Ihr Interesse haben und wir hier Ihnen helfen können, dann können wir auch Ihre Daten schützen oder die Daten Ihrer Organisation. Wir machen das schon sehr lange und beispielsweise Atala ist, es gibt also eine Person, die Atala heißt und die dann auch die Firma gegründet hat, die hat zum Beispiel das PIN-Verfahren, das wir alle für heute verwenden mit Kreditkarten und Bankkarten. Der hat also dieses PIN-Verfahren entwickelt. Ja. Sind schon sehr lange im Geschäft, verwenden stark Kryptographie, haben über 80 Patente und über 50 Jahre Experience.
Wir bieten hier in dem Bereich Data Security Advanced Encryption Solutions an. Wir tokenisieren und wir haben auch Lösungen fürs Key Management. Wir arbeiten hauptsächlich noch aus der Historie heraus, waren wir halt sehr stark auf Amerika fokussiert, hatten dort unsere Entwicklungs- und Sales-Organisationen und sind erst seit kurzem im europäischen Markt tätig. Deswegen haben wir halt hauptsächlich amerikanische Kunden, haben aber mittlerweile auch sehr große und starke europäische Kunden. Wir arbeiten also mit 6 der 8 größten Payment Processors in Amerika und 7 der 10 Top amerikanischen Banken. Wir haben viele Kunden in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Technologie, die wir anbieten, ist wirklich sehr universell und ist sehr elegant, kann einfach und elegant umgesetzt werden auf die verschiedensten Use Cases in den verschiedensten Bereichen wie Transportation, wie Retail, Financial Services, Payment Processing, Banken, Hightech, Healthcare. Also in vielen, vielen verschiedenen unterschiedlichen Bereichen kann unsere Lösung eingesetzt werden. Die E-Mail Security Lösung, die wir auch anbieten, wird von vielen Banken eingesetzt, um dort im Prinzip über das unsichere Medium E-Mail Bankstatements, also Kontoauszüge oder andere sensitive Informationen an Kunden zu schicken, ohne dass wir hier Schlüssel austauschen müssen. Also es ist eine Lösung, wo wir wirklich einfach an viele Leute ohne großen Organisationsaufwand sicher Daten verteilen können. Warum geht dieses Thema Sie auch an, beziehungsweise warum sollte es Sie angehen? Wir haben im Mai die GDPR-Richtlinie hier im Europäischen Parlament verabschiedet und die ist mittlerweile in ganz Europa gültig und muss in nationales Recht umgesetzt werden. Die Erweiterung der persönlichen Daten ist passiert und wir haben dort also nicht nur den Namen, sondern auch Location Data, die Online-ID, irgendwelche genetischen Informationen, also alles, was wirklich an Daten dort ist und die einer Person zugeordnet werden kann, diese Daten müssen geschützt werden. Und zwar die Daten, die die Person identifizieren, die Payment-Informationen und die Health-Informationen. Die müssen Sie schützen und sichern. Die GDPR-Richtlinie gilt für alle Unternehmen, die mindestens 250 Mitarbeiter haben, in Europa angesiedelt sind oder die Daten von mindestens 5.000 europäischen Bürgern verarbeiten. Und damit hat man im Prinzip den Großteil des Businesses, den wir in Europa haben, der hier unter diese Richtlinie fällt und diese Richtlinie dann auch entsprechend beachten muss. Die Unternehmen haben eine Schonfrist bis Mai 2018, also 2016. Mai 2016 ist diese Richtlinie verabschiedet worden und bis Mai 2018 sind die Unternehmen aufgefordert, ihre Prozesse zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass sie hier in dieser Richtlinie compliant sind. Die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, ist das, wenn sie hier gegen diese Richtlinie verstoßen, wenn hier Data Breaches passieren, wenn sie Daten verlieren, dann können hier Strafen, und zwar sehr empfindliche Strafen, ausgesprochen werden, die also bis zu 4% des Umsatzes des Unternehmens umfassen können. Also ein sehr signifikanter, sehr großer Risiko. Das heißt, sie sollten sich im Prinzip möglichst bald sollten sie hergehen und ihre Businessprozesse überprüfen, wo fallen die Daten an, wo speichere ich sie, wie verarbeite ich sie und wie fließen sie in mein Unternehmen und was muss ich im Prinzip machen, damit diese Daten sicher sind. Mit Secure Data können wir Ihnen helfen, Ihre Daten zu sichern. Und ich zeige Ihnen jetzt im Prinzip in den 3 Hauptbereichen Use Cases. Der erste Hauptbereich ist Datenidentifikation, Anonymisierung, Maskierung von personenbezogenen Daten. Wir haben hier einen Use Case bei einem globalen Telekom Provider. Und die Anforderung, die er hatte, ist, dass er compliant sein muss mit PCI. Wir haben also hier auch Zahlungsinformationen, die dieser Telekom-Provider natürlich durchführt. Er muss compliant sein mit HIPAA, dem amerikanischen Gesundheitsregularium. Und er muss im Prinzip die
verschiedenen Privacy-Regularien umsetzt, die in verschiedenen Bundesstaaten existiert. Wir haben hier sehr eng mit diesen Unternehmen zusammengearbeitet und haben halt 550 Applikationen mittlerweile umgesetzt und haben 26 Datenelemente der personenbezogenen Daten oder der Daten, die halt dort bei diesen Telekom-Provider anfallen, mit unserer Technologie schützt. Sie müssen verstehen, dass wir hier einen grundsätzlich anderen Ansatz gehen, das werde ich Ihnen später noch zeigen. Wir verschlüsseln nicht alles, sondern wir verschlüsseln nur die Daten, die eben relevant sind, die sensitiv sind. Alle anderen Daten bleiben im Klartext erhalten und das hat dann wieder die Folge, dass die meisten Prozesse, die meisten Business-Prozesse, die Sie haben, können dann mit den verschlüsselten Daten durchgeführt werden. Wenn wir später noch sehen, wie das meistens genau dann aussieht. Aber wichtig ist, wir haben die Daten end-to-end geschützt und sie arbeiten hauptsächlich mit den verschlüsselten Daten. Die Applikationen laufen auf unterschiedlichsten Plattformen. Wir haben also hier Mainframe-Systeme, wo die Daten anfallen. Wir haben eine native Anbindung an Teradata Storage und wir haben Windows-Systeme und Linux-Systeme. Das heißt, hier werden wir, haben wir eine große Anzahl von Applikationen, wo die Daten sind, über verschiedenste Plattformen und wir schützen sie dort. Das Unternehmen hat halt vorher versucht, die Daten in den einzelnen Applikationen, in einzelnen Systemen mit unterschiedlichen Technologien zu schützen und ist damit halt gescheitert, weil es zum einen zu teuer ist, zum anderen zu komplex ist und mit Secure Data waren wir halt in der Lage, das Ganze zentral zu machen. Und hier müssen die Applikationen nur minimal modifiziert werden und können halt auf eine zentrale, geschützte Instanz zugreifen. Der nächste Use Case war bei einer Gruppe von 8 Versicherungsunternehmen. Dort haben wir auch wieder die Anforderung, dass wir Compliance-Anforderungen haben, GLBA, SEC, PCI, HIPAA und die entsprechenden Privacy-Laws in verschiedenen Staaten. Sie haben Daten in unterschiedlichsten Applikationen vorliegen und auch hier wieder war es so, dass sie nicht compliant waren mit einigen von diesen Richtlinien und haben verschiedene Teams gehabt, die in verschiedenen Applikationen und verschiedenen Business Units nachgeschaut haben und untersucht haben, wie man die Daten schützen kann. Und das hat dazu geführt, dass wir hier unterschiedliche Technologien einsetzen und in verschiedenen Tools investiert haben. Mit Secure Data wurde das Ganze zusammengeführt. Wir haben ein Tool und können dann hier zentral die Daten sichern. Der dritte Use Case in diesem Bereich war im US-Militär. Dort hatten wir eine medizinische Forschungsabteilung gehabt, die die Daten austauschen wollte mit anderen Organisationen. Das konnten sie nicht, weil sie hier keine sichere Lösung hatten. Und mit unserer Lösung waren sie dann in der Lage, die Daten auch wirklich auszutauschen, weil sie die personenbezogenen Daten maskieren konnten und nur für diejenigen, die berechtigt sind, bzw. die es sehen sollten, war man dann mit der Technologie Format Preserving Encryption in der Lage, die Daten wieder sichtbar zu machen. Der zweite große Bereich der Use Cases, wo wir Secure Data sehen, ist PCI Compliance und Tokenisierung. Alle Unternehmen, die im Bereich hier mit Kreditkartenzahlinformationen arbeiten, müssen PCI Compliance sein. Und wir arbeiten hier zusammen mit einem der Top US Payment Processors und schützen die Daten von Primary Account Numbers, also von Kontoinformationen, in dem Moment, wo sie zuerst generiert werden. Also in dem Moment, wo der Zahlvorgang startet, sprich die Kreditkarte in das Lesegerät reingeschoben werden, dort haben wir dann ein kleines Stück Software, das dafür sorgt, dass die Kreditkarte tokenisiert wird, sprich geschützt wird, in eine andere Nummer umgewandelt wird und dann die komplette Verarbeitungsrichtlinie, die komplette Verarbeitungsstruktur im verschlüsselten Verfahren durchläuft. Nur dann, wenn Sie wirklich zum Karten-Payment-Prozessor
weitergeschickt wird. Dort wird dann, weil der braucht den Klartext, die Kreditnummer, dort wird sie dann wieder zurückgewandelt. Aber der gesamte Transit vom Lesegerät bis zum Payment-Prozessor passiert komplett geschützt. Die Daten fallen auch hier in verschiedensten Geräten an, also in den Point-of-Sales-Terminals, in den Networken, Netzwerken, in den Datenbanken, auf Großrechnersystemen, auf Windows-Plattformen und auf Linux-Plattformen. Wir haben halt da geschafft, dass wir wirklich eine End-to-End-Protection hinbekommen haben und die Anzahl der Geräte, die unter die PCI-Compliance fallen, die wurde durch die Verschlüsselung minimiert. Wir arbeiten auch mit einer großen Kreditkartenfirma zusammen, die auch in Europa tätig ist. Und die haben die Anforderung gehabt, dass sie die PCI-Kosten, die im Rahmen der Zertifizierung anfallen, reduzieren wollten. Und sie wollten auch Teile der IT outsourcen. Wir haben hier mobile Bezahlvorgang geschützt durch der Identitäts- und Payment-Services und sind mit unserer Lösung auch sehr gut skalierbar und schaffen es also hier bis zu 2 Milliarden Kreditkarten mit unserer Technologie zu schützen. Dann haben wir einen Kreditkarten-Issuer, den wir schützen, haben 300 Millionen Konten, die wir über 200 verschiedene Apps gesichert haben. Und haben hier Integration in Mainframes, in native Integration in Teradata Storage, in ETL-Prozesse und im Message Processor. Hier eine sehr performante Lösung, wo wir unterschiedliche Technologien und Plattformen schützen. Dadurch, dass die Daten in den meisten Systemen tokenisiert sind, also verschlüsselt sind, fallen diese ganzen Systeme aus der PCI-Compliance raus und müssen nicht auditiert werden. Das reduziert den Auditierungsaufwand enorm für die betroffenen Unternehmen und kann damit die Kosten extrem senken. Der dritte große Bereich, wo wir Use Cases haben, ist im Bereich E-Commerce. Hier haben wir ein Unternehmen, das sich mit E-Commerce beschäftigt und dieses Unternehmen ist gescheitert im Bereich PCI-Compliance. Dort sind also verschiedene Bereiche nominiert worden von Auditoren. Und unsere Lösung hat dazu geführt, hat ihnen geholfen, hier wieder compliant zu werden und die Kosten zu senken. Dann haben wir eine Fluggesellschaft, eine amerikanische Fluggesellschaft, die hatten auch Auditprobleme und haben eben befürchtet, was passiert, wenn hier die personenbezogenen Daten, die Kreditkarteninformationen, uns gestohlen werden oder im Prinzip nach draußen gelangen. Dort haben wir haben dann also, das ist ein sehr großes Risiko für uns und wir haben halt gezeigt, wie wir dieses Risiko minimieren können, indem wir halt dafür sorgen, dass die Prozesse geschützt werden und halt nach Möglichkeit so viel wie möglich mit verschlüsselten Daten gearbeitet wird. Dann haben wir noch einen Kreditkartenprozessor, wo wir auch wieder den Anwendungsfall hatten, dass wir hier einen PCI-Audit hatten, der im Prinzip gescheitert war und dort mussten wir dann im Prinzip nachbessern und mit unserer Lösung waren wir dann in der Lage, entsprechend den Kunden wieder auditkonform zu bekommen. Was heißt nun datenzentrierte Sicherheit? Wenn Sie heute Ihre Daten sichern wollen, müssen Sie auf den unterschiedlichsten Ebenen sichern. Also beispielsweise im Storage. Sie können die gesamten Platten verschlüsseln. Damit schützen Sie sich davor, dass jemand die Platte ausbaut und mitnimmt. Sie können im Dateisystem einzelne Dateien sichern. Damit schützen Sie sich, können Sie sich davor schützen, dass die Daten übertragen werden. Wenn Sie Datenbanken haben, können Sie die Datenbanken verschlüsseln. Aber das sind alles Lösungen, wo Sie im Prinzip in allen Bereichen entsprechende Schutzmechanismen zur Verfügung stellen müssen. Und wenn Sie einen Bereich vergessen oder wenn ein Bereich im Prinzip ungenügend geschützt ist, dann haben Sie einen Security Gap. Und dieses Security Gap wird von malicious Insidern oder von Malware ausgenutzt,
um dann die Daten abzugreifen. Wir machen eine End-to-End-Protection, indem wir eine datenzentrierte Herangehensweise haben, eine datenzentrierte Sicherheit haben. Wie machen wir das? Wir haben im Prinzip drei Kerntechnologien, die wir verwenden und die ich Ihnen jetzt im Prinzip vorstellen möchte. Das erste ist unser Format Preserving Encryption, FPE. Was wir hier machen, wir arbeiten hier mit einem mittlerweile zertifizierten AES-Algorithmus und sorgen dafür, dass Datenfelder, in diesem Fall halt der Vorname, der Nachname, die Social Security Number und Date of Birth, auf einen Wert verschlüsselt wird mittels eines Algorithmuses, das das Format erhält. Das heißt, hier haben wir Gunther, der wird abgebildet auf diesen Wert und der erste Buchstabe ist ein Großbuchstabe. Dann haben wir den Nachnamen, der wird abgebildet auf diesen Wert. Und der erste Buchstabe ist ein Großbuchstabe. Und die Anzahl der Zeichen bleibt erhalten, der Zeichensatz bleibt erhalten. Die Social Security Nummer wird auf eine Social Security, auf eine andere Zeichenkombination, Zahlenkombination abgebildet. Und hier können wir sehr genau definieren mittels Regeln, dass wir zum Beispiel die komplette Zahl auf eine andere Zahl umwandeln wollen oder nur einen Teilbereich. Also hier sehen wir zum Beispiel, dass die letzten vier Zeichen, dass die im verschlüsselten Feld auch gleich sind. Das Datum, was wir hier oben sehen, wird auf ein Datum abgebildet. Und dieses Datum, diese Felder, die werden gespeichert. Die sind in der Datenbank, die sind in Dateien, die werden von Applikationen verwendet. Wenn wir einen Cyber-Block-Chaining von AES verwenden, dann haben wir dieses Format Preserving nicht mehr, sondern da wird im Prinzip Gunther abgebildet auf diesen String, Robertson abgebildet auf diesen String. Und das hat dann zur Folge, dass wir beispielsweise sowas wie, Datenfelder Überprüfung oder dass wir halt irgendwelche Checks, in die Applikationen eingebaut sind, dass wir hier zum Beispiel beim Social Security Number keine Zeichen, keine Buchstaben drin haben dürfen. Also das funktioniert bei der Standardverschlüsselung nicht mehr. Diese Prozesse, diese Sicherheitssachen, die in Applikationen dann vorhanden sind, die funktionieren nicht mehr. Die funktionieren nur, wenn wir die Format Preserving Encryption anwenden. Mit der neuesten Version, der Version 6, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, haben wir auch die Zeichensätze erweitert, können also auch mit Umlauten und Sonderzeichen arbeiten, wie wir vorher im Prinzip nicht in der Lage waren. Genau. Das ist eine sehr elegante, sehr intelligente und sehr charmante Lösung, die wir verwenden können und die Sie einsetzen können, um Ihre Daten damit zu sichern. Wir unterstützen nahezu alle gängigen Formate. Wir können mit Namen, Adressen, Datum, Zahlen arbeiten und haben, wie gesagt, jetzt den Unicode Latin 1 Zeichensatz zur Verfügung und können damit halt Daten in sehr, sehr vielen oder in den meisten gängigen Sprachen verarbeiten. Die referenzielle Integrität bleibt gewährleistet, das heißt, Gunther wird immer auf das abgebildet. Und das heißt dann noch im Umkehrschluss, dass wir, wenn wir zum Beispiel suchen, suchen wir dann, da das ja natürlich dann verschlüsselt ist, suchen wir nach diesem String hier, nach diesem UIB-Code und können auch die Daten indizieren. Weil wir dann nicht mehr nach den Grundindizieren, sondern nach den Originalen. Nur diese Applikationen, die mit den Originaldaten arbeiten müssen oder die Originaldaten sehen müssen, die müssen geringfügig verändert werden. Weil dort müssen wir dann halt sagen, wenn das drin steht, dann müssen wir entsprechend die Secure Data Appliance kontaktieren und uns von denen dann den Originalwert zurückgeben lassen. Es ist ein Standard, der Standard heißt FF1 AES.
Standard ist seit kurzem auch zertifiziert von NIST, National Institute of Standards and Technology, und wir arbeiten gerade daran, auch hier den FIPS compliant zu machen, dass wir hier im amerikanischen Behördenumfeld auch diesen Algorithmus einsetzen können. Es ist ein Algorithmus, wo wir sehr eng mit dem NIST zusammengearbeitet haben. Er ist offengelegt, er ist getestet von Kryptologen und ist ein anerkanntes Verfahren. Sie müssen aufpassen, wenn Sie Verschlüsselungsverfahren verwenden, die Hersteller eigen sind oder die nicht zertifiziert sind. Wenn dann was passiert, wenn Sie Daten verlieren, die mit diesen nicht zertifizierten Verfahren verschlüsselt worden sind, dann kann es sein, dass Sie auch haftbar gemacht werden, weil Sie dann nicht ausschließen können, dass diese Daten wiederhergestellt werden können oder lesbar gemacht werden können. Und damit sind Sie nicht nur verloren, sondern damit sind Sie auch dann gefährdet. Und unser Verfahren ist halt hier entsprechend zertifiziert, FF11. Hier sehen Sie die Länder, die Zeichensätze der verschiedenen Länder, die wir mit dem Format Preserving Encryption abdecken können. Und dann haben wir ganz Europa, Amerika, Südamerika, große Teile von Afrika und hier Australien, Neuseeland. Was uns fehlt, sind die Double Byte Character im asiatischen Bereich oder einzelne Länder, wo wir ganz eigene Zeichen und Sonderzeichen haben. Die zweite Technologie, die wir einsetzen, ist die Tokenisierungstechnologie. Hier wird im Gegensatz zum Format Preserving Encryption nicht mittels eines Algorithmus verschlüsselt, sondern es werden Tabellen mit Zufallswerten erzeugt und die Originalwerte werden auf diese Zufallswerte abgebildet. Es ist also kein Algorithmus dahinter, sondern es sind im Prinzip Tabellen, die wir erzeugen. Die Verfahren, mit denen wir diese Tabellen erzeugen, sind auch entsprechend standardisiert und verwenden Standardalgorithmen, die halt dafür sorgen, dass sie sicher sind. Wir können bei der Tokenisierung entweder alles auf eine neue Zahl abbilden oder wir können das partiell abbilden. Also auch wieder wie schon mal gesagt, wir können also im Prinzip die Originalkreditkarte abbilden auf diese Zahl, auf diese 16-stellige Zahl und Teilbereiche bleiben erhalten. Also beispielsweise die ersten 6 Zeichen bleiben erhalten, weil ich anhand derer sagen kann, welches Land es ist und welche Bank diese Kreditkarte ausgegeben hat. Die letzten Zahlen kann ich verwenden, um sicherzustellen, dass die Daten, die hier eingegeben worden sind, dass die auch zu dieser Karte passen. Und wenn wir beispielsweise uns anschauen, so ein typischer Bank-Callcenter-Mitarbeiter, der muss im Prinzip identifizieren können, dass die Bank auch von der eigenen Bank kommt. Dafür braucht er die ersten 6 Ziffern. Und er muss identifizieren können, dass der Kunde, der gerade anruft, diese Karte auch wirklich hat. Das heißt, er kann ihn nach den letzten 4 Ziffern der Karte fragen und dann anhand dieser Werte kann er dann im Prinzip schon den Kunden identifizieren. Er braucht also nicht die gesamte Kreditkartennummer und dadurch, dass er im Prinzip hier nur das Ganze partiell angezeigt bekommt oder halt hier den Mittelteil ausgeblendet bekommt, kann er mit der Kreditkarte nichts anfangen, er kann sie nicht weitergeben, er kann sie nicht stehlen. Aber er kann im Prinzip seine Arbeit machen. Und das ist das grundsätzlich Wichtige, dass wir halt den Business-Prozess nicht unterbrechen, dass wir den Business-Prozess nicht stören. Wir lassen den Call-Service-Mitarbeiter mit dem verschlüsselten Wert arbeiten und er kann seine Arbeit machen, er kann aber die Daten mit den gesamten Daten nichts machen, weil das entsprechend wertlos ist für ihn. Dann können wir die Tokenisierung auch obvious machen. Wir können also auch anzeigen, dass die Kreditkartennummer, die hier in der Applikation angezeigt wird, offensichtlich verschlüsselt ist, indem wir hier die Zahlen durch Buchstaben ersetzen. Und der letzte Anwendungsfall, den wir haben, ist, dass wir hier das Ganze nicht obvious, also dass wir das verschlüsseln und die ersten 2 Zahlen zum Beispiel immer auf den Wert 12 setzen. Und dann weiß im Prinzip der Mitarbeiter, wenn die ersten 2 Zahlen 12 sind, dann ist der Rest, der hier angezeigt wird,
wertlos für mich, weil er verschlüsselt ist. Die ersten zwei Zahlen zeigen also dann den Mitarbeiter an, dass wir hier mit einem verschlüsselten und mit einem tokenisierten Kreditkartennummer arbeiten. Also diese verschiedenen Möglichkeiten haben wir und die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist deutlich höher, weil wir halt keine Algorithmen verwenden müssen, sondern wir haben halt hier die Token-Datenbank. Die Kosten sind geringer. Wir können sehr einfach diese Token-Tabelle auf viele Appliances verteilen. Und das Ganze verwendet auch die neuesten Prozessorarchitekturen, um hier schnell diese Daten zu entschlüsseln und verschlüsseln. Wir haben in diesem Bereich auch wieder, halten wir uns an die entsprechenden Standards und die Algorithmen, die wir halt entwickelt haben, wurden von einer unabhängigen Zertifizierungsorganisation getestet und es wurde uns bestätigt, dass wir hier sichere Verfahren einsetzen, die auch auf Standardalgorithmen basieren. Wir arbeiten auch sehr eng mit den mit diesen Zertifizierungs- und Standardisierungsorganisationen zusammen. Da haben wir auch Leute in den verschiedenen Organisationen sitzen und arbeiten, geben halt hier unseren Input, dass hier sichere Verfahren mit der neuesten Krypto-Technologie verwendet werden. Die dritte Technologie, die wir einsetzen, ist ein Stateless Key Management. Traditionelle Key Management-Verfahren haben mehrere Schwächen. Wir müssen die Keys speichern. Wir müssen dafür sorgen, dass sie recovered werden können. Die Keys müssen irgendwo in die Payment Terminals beispielsweise eingebracht werden können. Und sie müssen auch dafür sorgen, dass eine Wiederverwendung der Keys nicht dazu führt, dass hier Transaktionen doppelt oder dreifach ausgeführt werden können. Wir arbeiten mit einem Stateless Key Management. Das Ganze macht es deutlich einfacher. Die Keys werden zur Laufzeit generiert, haben eine Beschreibungsdauer und müssen nicht gespeichert, synchronisiert und gebackupt werden. Das heißt, wir müssen uns auch nicht darum kümmern, wenn die Keys entsprechend verloren gehen, weil sie halt nur eine kurze Lebensdauer haben. Und diese Technologie, die wir halt haben, ist dann hochperformant. Und skaliert auch in großen Umgebungen. Die Technologien, die wir entwickelt haben, die wir anbieten, können auch kombiniert werden. Also hier sehen wir eine Datentabelle, wo wir die erste Spalte mit FPE, mit Format Preserved Encryption, auf die verschlüsselten Werte hier umwandeln. Die zweite Spalte mit der Social Security Number, mit FPE. Die dritte Spalte mit der Kreditkartennummer wird mit der Tokenisierung auf diese verschlüsselten Werte abgebildet und die letzten beiden Spalten dann auch wieder mit Format Preserved Encryption. Und nur die Applikationen und nur die Benutzer, die wirklich den Originaltext der Anna Behrmann, die Originaldaten der Anna Behrmann sehen müssen, die werden halt mit einem strikten Zugriffskontrolle, mit der strikten Need-to-Know-Prinzip der User oder der Applikation, die sieht dann wieder die Originaldaten. Und alle anderen können im Prinzip mit diesen Daten arbeiten oder können maskiert mit den Originaldaten arbeiten, mit denen sie dann auch im Gesamten nicht sehr viel anfangen können. Ein paar Worte noch zur Performance. Wenn Sie mit traditionellen Verschlüsselungs- und Encryption-Technologien arbeiten, arbeiten Sie beispielsweise auf der Dateiebene oder auf der Dateisystemebene und Sie müssen halt, bevor Sie dann diese Daten verwenden, müssen Sie halt alles und die gesamte Datei entschlüsseln. Und dann, wenn Sie es wieder speichern, müssen Sie es wieder verschlüsseln. Das ist sehr rechen- und ressourcenintensiv. Mit der datenzentrierten Technologie, die wir halt hier anbieten, sind im Schnitt 90% der Operationen möglich auf verschlüsselten oder auf Format Preserving Encryption verschlüsselten Daten möglich. Wir können die Daten ganz normal indizieren, wir können ganz normal auf den
verschlüsselten Daten suchen. Sie müssen halt dann dafür sorgen, dass das, nachdem Sie suchen, verschlüsselt wird. Und dann suchen Sie im Prinzip nach dem verschlüsselten Wert. Was nicht mehr so einfach möglich ist, ist, wenn Sie beispielsweise über Ranges suchen wollen. Da müssen wir halt dann nach den einzelnen Werten suchen. Beziehungsweise, wenn Sie solche Sachen machen wollen, dass Sie Auswertungen fahren wollen nach Postleitzahlen, nach fünfstelligen Postleitzahlen, dann muss ich halt anschauen, wenn Sie immer nur, wenn es für Sie wichtig ist, das Bundesland zum Beispiel hier in Deutschland zu haben, dann würde es sich wahrscheinlich empfehlen, die erste Zahl des Postleitzahlenfeldes nicht zu verschlüsseln, immer im Klartext zu speichern und dann die anderen vier nur mittels von Preserving Encryption zu verschlüsseln. Also hier kann man sich wirklich dann im Einzelfall anschauen, welche Prozesse, wie arbeiten Sie mit den Daten, und wir können halt dann mit unserer Technologie dafür sorgen, dass Sie wirklich feldbasiert das schützen, maximal schützen, was im Prinzip Ihre Business-Prozesse nicht stört. Die Suchgeschwindigkeit bleibt erhalten, weil wir ja auch die Format Preserving Encryption Werte ganz normal indizieren können. Das heißt, die Suche bei Normaldaten oder verschlüsselten Daten ist es immer noch gleich. Und wenn Sie im Prinzip bestehende Daten schützen wollen, gibt es hier also Tools, mit denen wir sehr große Daten sehr, sehr schnell, hier bis zu 300.000 Operationen pro Kern pro Sekunde umwandeln können. Und wir verwenden halt auch Algorithmen, die speziell auch getunt sind für Großrechensysteme. Die neueste Version 6.0 hat auch ist auch getuned worden in Bezug auf Performance. Hier haben wir teilweise Faktor 2, wo wir halt schneller sind im Verschlüsseln und Entschlüsseln. Das heißt, hier sagen wir dann, das ist eine Hypertechnologie, wo wir halt deutlich schneller sind als in der vorherigen Version. Wie schaut das Ganze nun aus? Also hier ist ein Beispiel, Flow von Sensitivdaten von einer Web-Applikation zu verschiedenen Endsystemen. Wenn wir nicht verschlüsseln, dann wird hier beispielsweise in einem Webformular eine Kreditkartennummer und einen Namen eingegeben, es wird ein neuer Account erzeugt, es wird hier in der Applikation gespeichert, dann zum Backend-System übertragen und zu verschiedenen Applikationen wie Fraud Detection, Kreditkartenprocessing, Hadoop, Data Lake, wo wir dann große Big Data Analytics fahren, und hier meine Customer Service Applikation. Alle Daten sind hier im Klartext gespeichert. Mit HPE Data Security haben wir dann eine weitere Appliance, die Secure Data Appliance. Die kann man also auch hochverfügbar auslegen, dass wir also mehrere von diesen Appliances haben oder mehrere von diesen Appliances in meinem Netzwerk. Also das kann man hier beliebig vermehren, wenn wir hier Performance-Engpässe haben oder wenn wir hier in verschiedenen Bereichen sind, die Firewall-technisch getrennt sind. Wir verwenden hier eine Technologie, die heißt Page Integrated Encryption, das heißt, in der Applikation, die hier mir das Webformular anzeigt, haben wir ein kleines Zusatzmodul drin, das dann dafür sorgt, dass in dem Moment, wo die Daten hier von der Person eingegeben werden, dass die Daten dann anhand der Algorithmen, die ich hier definiert habe und der Verfahren, die ich hier definiert habe, geschützt und verschlüsselt werden. Also wir sehen dann hier, dass im Backend-System im Prinzip nicht mehr der Originalname und die Original-Kreditkartennummer gespeichert wird, sondern das Format Preserving Encryption Pendant, beziehungsweise hier die maskierte, tokenisierte Kreditkartennummer, wo wir die mittleren 8 Stellen ausgetauscht haben. Für Fraud Detection, für Hadoop Analytics kann ich mit diesen verschlüsselten Daten arbeiten. Das bricht mir meine Business-Prozesse nicht. Ich kann damit arbeiten. Der Customer Service Representative, der Mitarbeiter im Callcenter, muss den Klartextrahmen sehen. Das heißt, die Applikation, die er hier verwendet, spricht mit der Appliance und kriegt im Prinzip aus der
aus dem verschlüsselten Wert, der im Backend gespeichert ist, er bekommt den Klarnamen angezeigt und er kann aber auch hier mit der tokenisierten Kreditkartennummer arbeiten, weil es für ihn halt ausreichend ist, den Namen zu haben und die ersten vier und die letzten vier Ziffern der Kreditkartennummer. Damit kann er den Kunden identifizieren, damit kann er seine Arbeit machen. Das Kreditkartenprocessing braucht wieder den Klartext und bevor im Prinzip die Daten dann hier zur Clearingstelle übertragen werden, werden sie hier entsprechend durch die Kombination mit der Secure Data Appliance wieder entschlüsselt. Also hier sehen Sie im Prinzip, wie der Fluss der Daten durch unsere Technologie abgesichert wird und nur an den Stellen sichtbar gemacht werden, an den Stellen sichtbar gemacht wird, wo es nötig ist. Also hier beim Customer Service Representative bzw. bei der Clearingstelle. Secure Data ist eine Architektur, wo wir Ihnen zum einen halt hier die Appliance bereitstellen, die natürlich über ein User Interface verfügt und die wir anbinden können an Authentisierungs- und Authentifizierungsquellen wie Active Directory und LDAP. Wir haben Command- und Zeilentools, wir haben APIs, wir haben File-Prozessoren, wir haben also unterschiedlichste Tools für unterschiedlichste Betriebssysteme, auch für Mobile Operating Systems, die wir in zur Verfügung stellen können und die Sie in Ihre Applikationen anbinden können. Wir haben Lösungen für mit Partnerintegrationen, wir haben Lösungen für Payment Terminals und auch für Lösungen, wo Sie Daten in die Cloud schicken. Also hier haben wir eine Sammlung von APIs, von Tools, von Werkzeugen, die Sie verwenden können, um Ihre Applikationen anzupassen. Sie müssen die Applikationen anpassen, die Klartext-Informationen sehen. Und Sie müssen die Applikationen anpassen, wo die Klartext-Informationen anfallen, also beispielsweise Formulare, wo Kundendaten eingegeben werden, Formulare, wo Transaktionen reinlaufen. Diese müssen entsprechend dann durch Kommunikation mit der Secure Data Appliance dafür sorgen, dass die Daten dann verschlüsselt werden und im Backend gespeichert werden. Wir haben einige native Implementationen, Integrationen, beispielsweise hier zu Teradata, beispielsweise zu Informatica, beispielsweise zu Hadoop. Und wir haben Professional Services Teams, die Ihnen halt helfen, große vorhandene Datenbestände umzuwandeln in die neue geschützte Form, in die neue geschützte Format. Zusammenfassung und Queries and Answers. Mit Secure Data haben wir einen datenzentrierten Security-Ansatz. Die Daten sind end-to-end verschlüsselt. Das heißt, sie sind verschlüsselt im Backend, sie werden von den meisten Applikationen verschlüsselt verarbeitet. 90% der Transaktionen, 90% der Arbeit braucht keine Klartextinformation. Wir verschlüsseln nicht die kompletten Daten, sondern wir verschlüsseln nur die Daten, die halt sensitiv sind, die aufgrund der beispielsweise GDPR-Richtlinie geschützt werden müssen. Nur die Applikationen müssen geringfügig modifiziert werden, die Klartext benötigen. Und wir stellen Ihnen halt verschiedenste Tools zur Verfügung, um existierende Daten zu konvertieren. Die drei Technologien, die wir einsetzen, ist Format Preserving Encryption, Secure Stateless Cognization und Stateless Key Management. Im Hinblick darauf, dass das Ganze einfach ist, dass es schnell ist, dass es sicher ist, und dass es möglichst ressourcenschonend ist. Wenn Sie interessiert sind, dann sollten wir zusammensetzen und wir sollten im Prinzip einen Top-Down-Ansatz machen. Also, was für Daten haben Sie, wie werden die Daten verarbeitet und wo müssen wir eingreifen, um die Daten zu schützen?
Also hier wirklich einen Top-Down-Ansatz zu machen. Also nicht von unten herangehen und sagen, dort können wir das so machen, dort können wir das so machen, sondern wirklich, man muss sich wirklich von hinsetzen, gemeinsam hinsetzen und gemeinsam analysieren, wo die Daten anfallen bei Ihnen, welche Daten Sie haben, wie sie im Prinzip gespeichert sind, und basierend auf diesen Informationen können wir dann zusammenarbeiten und können wir Ihnen helfen, die Daten zu schützen. Ein weiterer Use Case, der auch sehr elegant ist, ist, dass wir im Prinzip in der Lage sind, Testdaten zu erzeugen aus den Originaldaten, indem wir halt die Daten verschlüsseln und dann die Keys löschen. Und dann haben wir im Prinzip Daten, die nicht wiederhergestellt werden können, aber die im Prinzip durch die Formatprogramme Encryption im Format gleich sind. Das heißt, Sie können dann mit diesen verschlüsselten und nicht wiederherstellbaren Daten sehr gut Tests fahren. Das ist ein weiterer Use Case, den Sie automatisch bekommen, wenn Sie unsere Technologie einsetzen. Gut, dann wäre ich im Prinzip am Ende mit dem, was ich Ihnen zeigen wollte, und würde jetzt dann die Mikrofonleitung öffnen für Fragen. Ich gebe mal erstmal zurück zu Claudine Meyer, und der kann jetzt im Prinzip die Moderation übernehmen. Also erstmal herzlichen Dank, Michael, für die wirklich sehr, sehr gute Präsentation. Ich bin ja immer wieder begeistert, wenn ich das sehe, auch wenn es jetzt nicht zum ersten Mal für mich natürlich ist. Für viele Beteiligten heute in dem Call ist es das erste Mal. Das sind sehr viele Informationen. Gerade das Konzept datenzentrierter Schutz ist hier in Europa nahezu unbekannt. Das heißt, wenn ich mit Kunden spreche, dann kommt immer die Antwort, ja, wir haben ja das organisatorisch gelöst und die Daten zu schützen, das wirkt uns irgendwie alles viel zu aufwendig. Wir haben jetzt viel erfahren über die Use Cases und über die Technologie, die dahinter steht. Und ich möchte es auch gar nicht allzu sehr ergänzen an der Stelle, sondern tatsächlich auch in die Runde fragen. Erstmal Feedback ist natürlich immer willkommen, aber auch konkrete Fragen, ich habe es dann in den Chat geschrieben, die können natürlich auch gerne im Chat gestellt werden. Bisher noch keine Freiwilligen vor. Wie ist die Lizenzierung, fragte Herr Schneider. Die Lizenzierung funktioniert Anzahl der Appliances, Anzahl der Applikationen und Anzahl der Rechenzentren, wo ich die Appliances installiere. Also wir haben ja gesehen, es funktioniert in unterschiedlichsten Umgebungen, bei unterschiedlichsten Applikationen und auch unterschiedliche Endgeräte. Und der Mix, der führt dann letztlich zu dem, was lizenziert werden muss. Danke für die Frage. Gibt es weitere Fragen? Man kann also mit sehr geringen Kostenaufwand starten und halt nach und nach einzelne Applikationen hinzunehmen. Das heißt, man kann also sehr elegant und sehr kostengünstig unsere Lösung nach und nach einführen. Gut. Keine konkreten Fragen jetzt an der Stelle sind, dann würde ich schon gerne auch mal das Feedback hier einholen von den Kollegen, die sagen, okay, das klingt jetzt sehr interessant, vielleicht auch mal auf den ersten Blick, oder diejenigen, die sagen, oh, da sehe ich jetzt bei meinen Kunden, es sind ja viele Geschäftspartner jetzt auch in der Runde dabei, eher kein Bedarf. Wer möchte gerne mal sich dazu äußern? Also Jens Pastucher, ja, hallo, von Firma CSPI. Also ich finde es sehr interessant. Ich denke, Bedarf gibt es dafür auch. Ich kann nur relativ wenig dazu sagen, weil ich heute zum ersten Mal dabei bin und das Produkt so in dem Bereich erst zum ersten Mal kennengelernt habe. Mhm. Danke fürs Von daher gerne mehr. Nur für konkrete Fragen habe ich einfach noch zu wenig Informationen bisher. Auch das Konzept an sich war bisher auch noch nicht so
bekannt. Verstehe ich das richtig? Ich bin bei einem anderen, also bei einem Kunden von uns im Einsatz, wo wir was Ähnliches machen. Also ich sag mal, das Grobkonzept Datensicherung oder Verschlüsselung von Informationen ist mir bekannt. Es ist ein anderer Ansatz, hört sich interessant an. Ja. Na, können wir das gerne in den nächsten Tagen auch nochmal vertiefen? Da finden ja die Gespräche gerne zwischen CSPI und Priantor. Da sind wir ja im Gespräch. So, ja. Danke, Herr Pastucher. Die anderen Kollegen in der Runde. Gut, also wenn jetzt aktuell keine Fragen sind, auch kein weiteres Feedback mehr kommt, dann möchte ich an der Stelle nochmal dem Michael ganz herzlich danken. Ja, danke schön. Ich hatte es im Vorfeld gesagt, ich werde die Präsentation verschicken. Es sind einzelne Teilnehmer, die hatten sich nicht übers Web registriert. Da gucke ich mal, ob das so klappt. Wer also jetzt im Nachgang die Präsentation nicht von mir bekommt und sagt, er möchte die noch haben, bitte einfach eine kurze E-Mail. In der Einladung, also die kam ja von mir oder wurde weitergeleitet, da sehen Sie ja meine Kontaktdaten. Wie gesagt, die Präsentation darf jeder haben hier in dem Call, die ist nicht verschlüsselt, die kann ich dann als PDF zur Verfügung stellen. Wer sie nicht bekommt, bitte einfach nochmal auf uns zukommen. Gut, also nochmal allen Teilnehmern meinen herzlichen Dank für das Interesse. Michael, dir nochmal ganz besonderen Dank, und wer Fragen im Nachgang hat, immer gerne auf mich zukommen, auf den Michael zukommen, die Kontaktdaten stehen hier. Wir sind offen für interessante Diskussionen. Wir freuen uns dann auch auf weiteres Feedback. Vielen Dank und einen erfolgreichen Tag noch allerseits.